Das ist der Trailrunning Podcast und ihr hört Trailtypen. Herzlich willkommen zur Episode 66 der Trailtypen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag oder wann auch immer ihr diese Episode gerade hört. Und ich möchte euch heute meinen Gast vorstellen. Mein Gast heißt Markus. Hallo Markus. Hallo Sascha. Hallo Zuhörer. Wie geht's dir, Markus? Mir geht es gut. Schön, dass es klappt mit dem Gespräch. Ja, die Hörer wissen es nicht. Es war eine kleine Odyssee, bis wir zusammengefunden haben. Erst technisch bei dir, dann technisch bei mir und überhaupt. Und naja. Für die Hörer der letzten Episode, die sich wundern, ja, es ist wieder ein Markus, aber es ist ein anderer Markus, wie man auch an der Stimme hören kann. Dieser Markus ist Gründer der Trailrunning Crew Thüringen. Und diese Crew hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam die Philosophie des Trailrunnings zu leben und zu verbreiten und ja, so ein bisschen spread the word und ein bisschen was für den Sport zu tun. Ist das richtig? Genau. Das ist richtig, ja. Das ist ein schönes Ziel, unseren Sport ein bisschen bekannter zu machen, auch in der Breite vielleicht. Gerade in Thüringen, ja. Weil das ist hier in Thüringen noch nicht so, sagen wir, verbreitet, zumindest unter dem Namen Trailrunning. Das wundert mich eigentlich, weil alle Teile von Thüringen, die ich bis jetzt gesehen habe, waren voll mit Wald und ideal für sowas. Genau, aber hier beruft man sich noch auf diesen, etwas älteren Namen Crosslauf. Also hier heißt es halt noch Crosslauf oder Cross-Country-Running. Also nicht Trailrunning in dem Sinne. Okay, ja, dann hast du ja eine Aufgabe. Markus, ja. Seit wann gibt es die Crew in Thüringen? Ich könnte jetzt etwas weiter ausholen, aber jetzt explizit haben wir uns gegründet im letzten Jahr und zwar vor dem Großglockner Berglauf. Das müsste im Juni gewesen sein, Juni 2019. Die Idee dazu hatte ich aber schon weit vorher, sag ich mal. Da müsst ihr jetzt weiter ausholen. Und zwar Initialzündung für mich war, also Trailrunning 2017, der Zugspitzlauf, dieser Berglauf, Scott Rock the Top Trailrun Challenge. Mhm. Da habe ich mich halt in die Alpen verliebt und bin halt auf den Geschmack gekommen, was alpine Läufe, Trailrunning angeht. Und habe das dann für mich allein immer wieder gemacht, also immer allein trainiert. War zwischenzeitlich in einem kleineren lokalen Laufverein, der sich aber mehr so auf Straßenläufe und Stadienläufe spezialisiert hat. Das war ganz gut, um mal ein bisschen Tempo zu machen, aber es hat halt die Abwechslung gefehlt. Und wie gesagt, ich bin halt meistens allein gelaufen, manchmal zu dritt, zu viert oder zu fünft. Und da ist uns halt die Idee gekommen, Mensch, jeder läuft am Wochenende für sich allein, also die längeren Läufe. Wäre es nicht möglich, die ganzen Leute mal zu bündeln und Gruppenläufe irgendwo zu initiieren. Das war halt so dieser ausschlaggebende Punkt, dass nicht jeder allein läuft, sondern dass man quasi alle mal zusammenlaufen könnte. Ja, das war dann so die grobe Idee. Mhm. Ja, genau. Und ich habe mir dann halt gedacht, Mensch, ich wusste nicht, wie das ankommen würde, diese Idee. Habe das aufs Blaue hinaus auf Facebook, habe da eine Seite eröffnet, habe es Trailrunning Crew Thüringen, weil wir speziell in Thüringen hier aktiv sind, habe es genannt, und hatte eigentlich gerade die ersten Tage sehr viel Zuspruch, viele interessierte Leute, die gesagt haben, Mensch, gute Idee. Und ja, wir waren eigentlich in den ersten zwei Wochen, waren glaube ich schon 30 bis 40 interessierte Leute dabei. Das ist viel. Ja, das ist viel, ja. Also jetzt nicht fest, aber die erstmal gesagt haben, okay, gute Idee, können wir uns vorstellen, dass wir uns hier am Wochenende zusammentun und öfter mal gemeinsam über die Thüringer Trails laufen. Mhm. Thüringen ist groß, soweit ich das überblicken kann, die ein, zwei Mal, wo ich da durchgefahren bin. Wo genau, in welcher Ecke treibt ihr euch da rum? Ich habe es wohnortnah gemacht. Ich wohne in der Nähe von Erfurt, von der Landeshauptstadt. Ist relativ zentral. Da in einem Vorort, 10 Kilometer vor Erfurt. Aber
die interessierten Leute kommen eigentlich aus fast allen Teilen Thüringens, aus dem Norden, aus dem Süden, östlich, also kommen aus allen, ist egal woher, aus allen Teilen Thüringens. Und ja, so groß ist Thüringen eigentlich gar nicht. Ne, also ich, okay, ja. Wenn man durchfährt und. Also wir sind relativ nah beisammen. Also man fährt, sag ich mal, wenn man von mir aus in jede Richtung fährt, ist man quasi eine Stunde unterwegs. Okay. Jede Richtung. Das ja. passt eigentlich. Das passt, ja. Stimmt, hast du recht. Ja. Wir haben da auch einen gemeinsamen Bekannten, ne? Wir haben gemeinsam Bekannten. Ja, der Mario Volk. Ach, stimmt, stimmt, der Mario Volk, genau. Genau, genau. Aus Meining. Ja, ist, richtig. Ja, der genau. war ja auch schon ein paar Mal zu Gast und hat ja schon geschrieben. Und das war auch irgendwo so das, wo ich dann auf die Crew aufmerksam geworden bin. Genau, da hat er schon ein bisschen Werbung gemacht. Genau, richtig, ja. Und ansonsten seid ihr plötzlich da gewesen. Aber wie du sagtest, wenn ihr noch gar nicht so alt seid, dann seid ihr letztes Jahr, Mitte letzten Jahres einfach so erschienen bei mir auf dem Bildschirm. Ja, Ja, wir haben es ein bisschen, wir wollten es schon etwas professioneller machen, also nicht nur, sag ich mal, eine Facebook-Seite, weil das kann ja letztendlich jeder machen. Wir haben parallel dazu noch eine Webseite erschaffen und ja, dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie kann man das jetzt aufziehen, weil es kostet ja auch alles Geld. Wenn man jetzt an Teamausstattung denkt, das hatte ich da jetzt grob schon im Kopf, aber um es irgendwo abzugrenzen oder irgendwo, wenn wir in Erscheinung treten, dass man es irgendwo zuordnen kann, bräuchte man zumindest ein einheitliches Shirt. Also gleich richtig groß gedacht in Richtung, ja, ich will nicht sagen ja, Verein, groß, aber Ich hab erstmal an das äußere Erkennungsbild gedacht, also ein Shirt hatte ich schon im Kopf, der Einheitlichkeit wegen und ich habe dann die Firma Megatherm Massivhaus, die ist bei uns hier im Ort ansässig. Da kenne ich den Chef eigentlich ganz gut. Bin mit ihm mal ins Gespräch gekommen und habe ihm das mal geschildert, was ich so vorhabe. Und ja, der war eigentlich Feuer und Flamme, sag ich mal. Und wollte uns auch unterstützen finanziell, was er dann auch gemacht hat. Also er hat uns finanziell unterstützt mit einem relativ hohen Betrag, sage ich mal, der uns eigentlich gut geholfen hat. Und der zweite Unterstützer, das ist der Sportladen Suhl aus Südthüringen, also aus der Nähe, wo der Mario wohnt, Mario Volk. Da haben wir den Inhaber beim Black Hat Trail, das ist auch so ein Traillauf in Suhl, haben wir den Inhaber kennengelernt, da ist auf uns aufmerksam geworden, weil wir halt dort, geballt mit 15 Leuten aufgetaucht sind. Sind halt ins Gespräch gekommen und der war da auch begeistert und er hat dann vorgeschlagen, dass er uns halt zu guten Konditionen ausstatten könnte, was er dann auch gemacht hat. Also wir haben dann quasi von ihm zu sehr, sehr guten Konditionen eine komplette Teamausstattung bekommen, alles von der bekannten Trail-Marke Dynafit, ohne jetzt Werbung zu machen, aber ist halt eine gute Trail-Marke. Ich wollte gerade sagen, also genau. man kann ja ruhig sagen, was gut ist, was funktioniert, ne? Ja. Dann kann man das auch schon gerne erwähnen. Das hat ja dann, also wenn du sagst. Ja, da gab es dann halt ein Set, sag ich mal, so ein erstes Ausstattungsset für 50 Leute, das relativ viel ist, weil wir konnten damit 50 Leute ausstatten. Frauen wie Männer. Also jeder hat dann sein eigenes Shirt gekriegt, sein eigenes Headband. Was gab es noch dazu? Dann gab es, glaube ich, noch Armlinge dazu. Ja. Genau. Und was die Firma noch unterstützt hat, das hatte ich so als Nebenprojekt, weil wir das nächstes Jahr vorhaben. Dieses Jahr ist ja schon 2020. Wir haben schon 2020, ja. Genau. Da wollten wir als Team, als 6-Mann-Team oder 6-Personen-Team beim Supermarathon am Rennsteig starten. Mhm. Und das hat ja die Firma Megatherm oder unser Sponsor Megatherm dann auch finanziell unterstützt und hat dann halt die Startplätze für den auch gesponsert. Das war auch eine sehr große Unterstützung für das Team. Da hast du ja mit deiner fixen Idee, wir können am Wochenende mal zusammen laufen gehen, hast du ja ganz schön Eindruck geschunden da in der Gegend, ne? Also wenn gleich zwei Sponsoren so aufsteigen. Ja, ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Wie gesagt, ich habe das grobe Gerüst halt beiden vorgestellt, also die grobe Idee
von diesen wöchentlichen Läufen und größeren Trainingsveranstaltungen. Und ja, es hat halt gefruchtet und sind halt mit aufgesprungen. Das hat uns halt sehr geholfen. Mhm. Ja, glaube genau. Ich. Wenn man dann 15, 16, 20 Mann im gleichen T-Shirt ist, dann fällt man auch gleich auch schon auf, ne? Das wirkt halt professioneller, ne? Ja. Auf den ersten Blick, man ordnet einen halt zu und ja, auch durch die Webpräsenz oder die Präsenz in Social Media. Ist halt eine gute Ergänzung. Ja, als ich eure URL gesehen habe von der Webseite, die ist ja www.trailrunningcrew.de, ne? Wenn ich das richtig erinnere. Genau, genau. Da war ich gleich ein bisschen neidisch, weil es gibt nicht mehr viele Domains mit Trailrunning, die Sinn ergeben. Genau, da hatten wir Glück, dass die Domain noch frei war. Ja. Das ist nur mal so der technische Aspekt. Da habe ich gleich gedacht, Respekt, dass die noch frei waren, nicht schlecht. Genau. Das Gute ist, dass wenn man das bei Google eingibt, die auch ganz oben stehen. Ja. Das kommt noch hinzu. Ja. Als kleiner Bonus, genau. Das ist auch viel wert. Wie viel Trailrunner seid ihr aktuell bei euch? Ja, das kann, also muss ich erstmal einklassifizieren, also was wir überhaupt sind. Also wir sind erstens kein Verein. Mhm. Ich würde es mal so ganz pauschal als Community bezeichnen. Also das ist halt eine Ansammlung von unterschiedlichen Läufern, die aber alle den gleichen Gedanken haben, und zwar gemeinsam im Gelände zu laufen, also die Vorliebe für das Laufen im Gelände. Mhm. Das ist halt immer eine hohe Fluktuation an den Rändern, sagen wir. Wir haben einen festen Kern und an den Rändern kommen halt mal welche dazu, springen halt wieder ab, schnuppern mal rein und sowas halt. Also wir sind jetzt momentan 66 Mitglieder davon. Ich sag mal Mitglieder oder Sympathisanten, davon 47 Männer und 19 Frauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Mischung. Ja. Wie gesagt, es kommen halt mal welche dazu. Die bleiben dann auch länger, weil denen das Prinzip eigentlich ganz gut gefällt oder dieser Spirit ganz gut gefällt. Da sind auch andere dabei, oder es kommen halt welche dazu, die haben sich was anderes noch vorgestellt. Oder ich sag mal, viele schreckt auch die Laufstrecken ab. Die dann sagen, okay, ich habe es mir etwas einfacher vorgestellt, aber ja. Ja, dafür ist Trailrunning jetzt nicht unbedingt bekannt, dass es immer einfach ist, ne? Mich überrascht gerade positiv die hohe Zahl. Ich hatte nämlich mir die Antwort quasi, wie viele Leute seid ihr schon aufgeschrieben und auf der Internetseite nachgezählt, da waren es nicht so viele. Nee, das ist noch nicht aktuell. Das müssen wir nochmal, wie gesagt, das war damals freiwillig, also es ist nicht verpflichtend gewesen, dass sich jeder auf der Webseite darstellt. Das wird aber jetzt in den nächsten Tagen noch aktualisiert. Ja. Also wir haben jetzt halt so eine interne WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen und da sind es momentan 66 Mitglieder. Das ist echt ordentlich in so einer kurzen Zeit. Aber da siehst du, da hast du den Zahn getroffen, ne? Da dann quasi den Bedarf entdeckt da in Thüringen. Der Bedarf, also es ist im Bereich Ostthüringen gibt es schon eine Trail-Gruppe, die nennt sich Adidas Trailrunners Jena. Mit denen stehen wir auch in guten Kontakt. Mit denen hattet ihr letztens irgendeine Aktion, ne? Irgendwie habe ich Bilder genau, gesehen, wo ihr zusammengelaufen seid. Da haben wir ein gemeinsames Training gemacht, in Jena, in den Kernbergen. Aber die laufen halt immer, die laufen immer mittwochs, glaube ich, ja. Mittwochs laufen die immer und haben ihre festen Zeiten und halt immer in Jena. Also das ist halt eine lokale, feste Laufinstitution dort. Mhm. Zu denen haben wir halt guten Kontakt und tauschen das halt öfter mal aus. Genau. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren, wenn ich es ausgeholt habe. Wir waren gerade dabei, dass ich gesagt habe, wir haben, du hast da den Bedarf festgestellt, ne? Und genau. Wunderbar, den Bedarf, genau. Also die Lücke gefunden da scheinbar, wenn man gleich so viele Mitglieder hat in so kurzer Zeit. Und ich habe es auch gemerkt, den Zuspruch, ne? Also man kriegt halt viel positive Rückmeldung, gerade über Social Media, Facebook. Ja. Das merkt man schon, dass eine hohe Resonanz da ist. Ja, das Thema ist ja auch noch lange nicht tot, zum Glück. Dieses Trailer, dieses ominöse. und wenn es in ein paar Jahren anders heißt, dann wird es immer noch am Leben erhalten, sage ich jetzt mal. Und auch wenn jetzt der Rennsteig, ne, ja, nicht wirklich ein Traillauf ist, klassischer würde ich jetzt einfach mal sagen, ich bin den einmal gelaufen. Mhm. Genauso wie der Brockenmarathon, habe ich gesehen, das ist auch so ein bisschen, also Brocken, Harz ist so ein bisschen auch euer Revier, wo ihr euch mal rumgetrieben habt. Das sind ja alles schon mal sehr
große und bekannte und renommierte Landschaftsläufe zumindest, ne? Wo wir dann schon mal grob in die Richtung gehen, in Richtung Trailrunning. Mhm. Da hat Thüringen ja auch scheinbar ja eine Geschichte, ne? In der Hinsicht. Eine ganz gute, ja. Ja, also Rennsteige gibt es ja auch schon seit etlichen Jahren. Seit Anbeginn der Zeit quasi, ja. Genau. Solange ich denken kann, ja. Das ist schon eine feste Institution in Thüringen, das stimmt. Ja, deshalb laufen auch dieses Jahr den ganz langen. Also ich habe beide schon gemacht, den Halbmarathon, den Marathon. Mhm. Und das haben wir uns dieses Jahr als Ziel gesetzt, Mensch, so als Projekt. Lass uns mal gemeinsam den ganz großen laufen. Ich weiß noch nicht, was mich da erwartet, aber... Viel Spaß. Viel ich Spaß hoffe, und, ja. Und du wirst niemals alleine sein. Das hatte ich festgestellt, als ich da, ich glaube, vor 3 Jahren bin ich das erste und auch das einzige Mal da gelaufen. Du hast immer Leute um dich rum, es ist immer Gaudi an den Verpflegungspunkten, aber das weißt du ja schon, die werden ja hinten raus nicht schlechter, genau. Weil die Distanz länger wird. Und die Landschaft, die kennst du ja eh. Das ist definitiv was man gut mal laufen kann. Da wird ich auch einfach. Letztendlich ist es ja eigentlich ein Vorbereitungslauf, wenn man es mal so nimmt, weil 4 Wochen später sind auch einige von uns, ich glaube 20 sogar, es müsste relativ viele sein, an der Zugspitze am Start, auf verschiedenen Strecken. Viele sind beim Base Trail XL. Ich persönlich mache den Super Trail mit, das sind die 64 Kilometer. Wir testen uns langsam vor. Der ganz lange, ich glaube, das ist noch zu früh. Ja, das ist dann, würde ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt an der Zugspitze zutrauen. Und ich bin schon den einen oder anderen Hunderter gelaufen. Aber ich habe keine Alpinerfahrung, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch erstmal nicht laufen. Erzähl mir mal ein bisschen was, wann ihr euch trefft, wie das abläuft, welche Strecken ihr lauft. Du hast vorhin gesagt, manche fühlen sich ein bisschen abgeschreckt von den Strecken oder weil sie sich was anderes vorgestellt haben. Also ich muss sagen, wir sind hier 66 Mitglieder und davon sind ja auch viele in anderen Communities, Vereinen, Laufgruppen, sage ich mal, aktiv, die auch dort weiterlaufen. Sagen wir, die kapseln sich ja nicht ab, nur weil jetzt bei uns, sage ich mal, der Boom herrscht. Aber Ziel ist es eigentlich einmal im Monat ein Community-Training zu machen, also ein größeres. Da mache ich immer bei Facebook eine öffentliche Veranstaltung, wo jeder kostenlos teilnehmen kann. Und ich steuere dann alle Infos drüber. Ja, das ist halt das Ziel, einmal im Monat eine größere Veranstaltung und halt bei Bedarf. Also da sprechen wir uns dann halt immer intern ab, wer möchte, dass wir dann ein spontanes Training machen. Aber Gesetz ist halt das eine große im Monat, was wir uns zum Ziel gesetzt haben. Wie sieht das mit den Distanzen aus? Ist das Anfänger geeignet, in Anführungsstrichen? Also wir haben es am Anfang so gemacht. Wir hatten immer so Strecken zwischen 20 und 30 Kilometern. Und die Höhenmeter variieren zwischen 600 und 800 Höhenmeter. Das ist schon, ich sag mal, für Einsteiger ist es relativ anspruchsvoll. Für geübte Geländeläufer, Trailrunner, ist es halt Standard, sag ich mal, solche Strecken zu laufen. Die nächste Veranstaltung, da ist ja der Mario Volk, Streckenguide, da haben wir es so gemacht, wir haben eine große Strecke mit 34 Kilometern und haben dann noch eine zweite Option mit reingenommen, mit 17 Kilometern, sodass man auch andere Läuferklientel anspricht. Ja. Dass das nicht von vornherein abschreckt, oh, die laufen 34 Kilometer mit so und so vielen Höhenmetern, sondern dass man da auch nach unten hin, sag ich mal, diese Läuferschicht mitgedient. Ja, das ist halt dann schon ein Brett, wenn du über 30 gehst und dann vielleicht noch die 1000 Höhenmeter kratzt. Das schreckt dann schon viele ab. Ne? So 17 Kilometer, ist immer noch viel. Ne? Ich meine, wenn man das läuft, aber wenn einer meint, er kann schon so 12, 13, 14, 15 Kilometer laufen, und man ihm dann sagt, ja, in der Gruppe ist man in der Regel ja sowieso langsamer und wir warten auf den Letzten, dann kann das schon motivieren, ja. Ja, es ist auch so ein Projekt noch, was ich jetzt noch mit auf den Weg bringen will, ist das sogenannte Beginner-Trainings mit einzubauen, also für Leute, die mit Trailrunning noch nichts am Hut hatten, dass man quasi die Leute langsam an die
bergigen Strecken ranführt. Hm. Und parallel dazu, dass man dann auch leistungsorientierte anspricht und etwas schnellere Läufe mit einbaut. Weil das ist schon eine Kunst bei so größeren Laufveranstaltungen, die über 30 Kilometer gehen, wo es, sag ich mal, alle Leistungsspektren teilnehmen, die große Gruppe zusammenzuhalten. Ja. Das ist halt immer schwierig, weil die Schnellen, die warten dann, und die Langsamen, wenn die rankommen, pirschen die schon, rennen dann, schon wieder los da vorne. Die haben dann halt kaum Verschnaufpause. Ja. Das ist immer die hohe Kunst, sagen wir, so eine große Gruppe beisammenzuhalten. Deshalb versuchen wir es jetzt, also in den nächsten Läufen entweder zu teilen, eine große Runde, kleine Runde, oder wir machen halt zwei Leistungsgruppen, also eine schnelle Gruppe mit zwei Guides auf den Strecken, auf den längeren Strecken. Das klingt alles sehr professionell. Ja, so soll es auch professionell sein, genau. Einsteigertraining, sagtest du. Erzähl das du. Du hast, glaube ich, gefragt, wie das Leistungsspektrum ist. So habe ich es verstanden bei uns. Ja. Also es ist halt sehr breit gefächert. Also wir haben Trailrunning-Einsteiger, also Leute, die noch nicht so viel Erfahrung hatten auf den angebotenen Trails. Und wir haben natürlich auch 5, 6 erfahrene Ultraläufer, die durchaus schon Strecken hinter sich haben mit 100 Kilometern im Gelände. Das ist halt eine hohe Bandbreite, die wir da abdecken müssen bei den Läufern. Deshalb streuen wir jetzt immer mal so kleinere Trainingsveranstaltungen ein, wo man, sag mal, die ganzen Anfänge mal an die Hand nimmt, sag ich mal, und über die Strecken führt und die Leistungsorientierten, die dann halt Tempo machen im Gelände. Habt ihr irgendjemanden unter euch, der, ja, weiß ich nicht, Trainerschein, irgendwie so ein Sportanleiter, gibt es bestimmt in der Masse, bestimmt den einen oder anderen, oder? Ja, gibt es einige, ja. Ja. Ja, meine Partnerin zum Beispiel, die läuft ja auch, ist auch sehr aktiv, also wir laufen auch öfters mal zusammen, die hat auch einen Trainerschein. Ja, es gibt schon. Das ist dann schon abgedeckt, genau. Dann ist das auch. Also mir ist das da, dieses Know-how, das ist schon da. Obwohl wir jetzt kein Verein sind. Aber ich denke mal, so viel falsch machen kann man nicht. Also. Ja, zur Not, also im Endeffekt muss auch jeder selber wissen, wie er es macht. Ne? Ich meine, du kannst nur sagen, mach ein bisschen langsamer am Berg, weil, glaub mir, da kommst du sonst nicht an. Genau. Also wir kommunizieren das ja auch so, dass wir jetzt keine Laufschule in dem Sinne sind, dass man von der Pike auf lernt. Wir versuchen halt nur Anreize zu geben oder Tipps zu geben. Eine Erfahrung, die man halt selbst gemacht hat. Ja. Ja, ich denke, das ist auch also gerade im Trailrunning, finde ich, ist um diese Trittsicherheit zu bekommen, ist auch einfach wichtig, dass man übt. Ne? Gar nicht so sehr irgendwie, weiß ich nicht, Lauf-ABC, so das Klassische, sondern einfach nur die Trittsicherheit. Mhm. Das bekommst du einfach durch Kilometer, glaube ich, die du einfach machst in deinem Leben. Letztendlich muss man es einfach laufen. Also man muss das Gelände ja spüren. Ja. Das kommt mit der Zeit. Man kann schon Theorie vermitteln, aber man muss es halt selbst spüren. Das ist halt. Ja. Ja, das merke ich auch immer selbst, wenn ich mal so Phasen habe, in denen ich entweder weniger laufe oder über den Winter und wir mal ab und zu mal viel Schnee hatten. Und du kommst dann im Sommer wieder auf trockene Trails, wo du dann auch Steine hast, die wegrutschen, ne? Wo du auch wirklich das Gefühl brauchst. Ah, dann merke ich dann auch immer wieder, gut, da musst du dir jetzt mal so 1-2 Wochen, musst du mal ein bisschen aufpassen, dann hast du ein bisschen das Fußgefühl verloren. Genau, so ist ja bei mir passiert. Ah, ja. Entschuldigung, ich wollte so nicht ansprechen. Nee, kein Problem. Davor ist halt keiner gefeit im Gelände. Also die Gefahr lauert halt überall, das muss man halt einkalkulieren. Ja, ja. Das stimmt. Du bist gerade aus deiner Verletzung zurück, ne? Weiß nicht, ob wir das jetzt hier schon erzählt haben, aber im Vorgespräch auf jeden Fall. Genau. Ja, 4 Monate waren es knapp, 3,5 Monate verletzt. Boah. Hab mir halt beim Geländelauf 2 Bänder gerissen. Und ja, das ist halt, ich sag mal, das ist eine Standardverletzung für Trailrunner. Also ich habe so vielen Ecken gehört, dass es so vielen Leuten schon passiert ist. Es war eine Frage der Zeit, da sind die auch irgendwann erwischt. Naja. Shit happen. Ja, hast du das auch hinter dir. Genau. Ja, sowas braucht man nicht. Wirkliche Verletzung. Nee.
schon gar nicht für so größere Laufveranstaltungen. Also das war ja meine Sorge, aber ja. Zum Glück noch die Kurve gekriegt, rechtzeitig. Das ist gut. eure Ziele hast du mir ja schon grob erzählt für 2020, dass ihr an die Zugspitze wollt. Und ich bin immer noch erstaunt über diese große Zahl, wenn ihr da mit 20 Leuten auftaucht. Da werdet ihr definitiv gut gesehen werden. Also es gibt glaube ich, so in meinem Umfeld, dass ich so wahrnehme, wenig Laufcrews, die mit so hoher Teilnehmerzahl irgendwo aufwarten. Was man noch häufig sieht, ist, glaube ich, die Running Company Landau. Die sieht man noch recht oft. Auch bundesweit, ne? Aber wobei das, ich sag mal, blöd, das ist nur ein Job. Ich möchte ihm da nicht zu nahe treten, aber es ist ja ein Job, der Werbung macht, ne? Mit der Crew. Aber die sieht man recht häufig. Und ansonsten, glaube ich, ja. Ja, wir haben auch, ich sag mal, ich war letztes Jahr war ich ja selbst am Start beim Base Trail XL und habe da auch schon viele bekannte Gesichter gesehen, die auch jetzt alle, sag mal, mit bei uns in der Community sind. Das hat sich halt umgesprochen, dass der ein Lauf halt ein Alleinstellungsmerkmal hat, was die Strecke angeht, was die Eindrücke, die landschaftlichen Eindrücke angeht. Und ja, es hat sich halt rumgesprochen, haben sich halt sehr, sehr viele interessiert und letztendlich auch angemeldet. Also mich hat selbst überrascht, dass man dann letztendlich so eine hohe Zahl immer aufbieten können. Aber ist ja auch nur Werbung für uns. Ja, das spricht auch ein bisschen für eure, also was heißt ein bisschen, das spricht für eure Gruppendynamik. Das ist gut. Ja. Wenn wir da zusammen, ja, dann finden sich ja auch immer wieder Laufgrüppchen, ne? Und ich meine, wenn man in so großer Zahl startet, ist das auch für Anfänger gerade gut. Dann ist man nie alleine, dann ist jemand da, den man kennt, mit dem man schon trainiert hat. Das ist eine gute Sache, ja denke ich auch. Ja, auch das Drumherum macht ja auch mehr Spaß. Ja, es ist immer ein Unterschied, wenn du alleine oder so zweit irgendwo hin, zu größeren Laufveranstaltungen fährst oder ob du halt in so einem großen Gruppengefühl, das ist schon... Ja, und dann bei der Pasta-Party sitzt eine ganze Bierbank für dich. Hast du ganze, genau, ja. Genau. Ja. Jetzt ein bisschen Stimmung machen. Das klingt sehr gut. Wenn ihr nicht so weit weg wärt von mir, würde ich auch mal vorbeikommen. Aber es ist ja schon ein Stück. Rheinland-Pfalz ist schon. Ja, das ist bei mir andere Ende der Bundesrepublik quasi. Genau. Wir sind genau auf der anderen Seite. Aber ich wollte den Mario sowieso irgendwann mal besuchen gehen. Das haben wir, glaube ich, schon mal so unter der Hand abgesprochen. Am 23. Februar. Kann ich gleich dem Training anschließen. Könnte ich mich guiden lassen von ihm, genau. Ja. 23. Genau. Februar. Da habe ich Kinderwochenende. Okay. Das ist noch nicht mal eine Ausrede. Ja. Da ist auch noch Karneval und so ein Quatsch. Oh Mann. Das ist hier ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Da wäre ich gerne im Wald. Ja, ich auch. Ja, erzähl mir mal, also wie man euch erreichen kann. Man braucht wahrscheinlich, so wie ich das rausgehört habe, keine Voraussetzungen, um bei euch mitmachen zu können, zu dürfen. Zu dürfen klingt blöd, aber... Also wir haben es erstmal bewusst für alle offen gelassen. Mhm. Also es kommen halt für viele, die jetzt keinen Facebook-Account haben, die melden sich halt über unser Kontaktformular auf der Homepage. Da kommen immer einige Anfragen. Der größte Teil wird halt über soziale Netzwerke kommuniziert, über Facebook. Also da ist halt der größte Austausch da. Mhm. Da sind wir momentan bei 606, wenn ich die letzte Zahl so vor Augen habe, 606 Abonnenten. Ist jetzt noch nicht so die Masse, aber ich sag mal, für Thüringer Verhältnisse ist das schon relativ viel in sozialen Medien. Sag ich mal, da ist halt auch ein hoher Austausch da. Und ich habe, glaube ich, irgendwann habe ich mal verkünden lassen, glaube ich, so diese grobe Trail-Regel. Also wer teilnehmen möchte, sollte einen Halbmarathon auf ebener Strecke locker in 2 Stunden laufen. So, das ist halt diese grobe Maßstab. Ja. Also wenn du langsamer als 2 Stunden bist oder die 2 Stunden jetzt nicht unbedingt auf ebener Strecke reichst, macht das keinen Sinn, sag ich mal, längere Strecken im Gelände zu absolvieren. Und das haben einige wenige haben es halt auch unterschätzt.
die hatten sich was anderes vorgestellt und haben dann gesagt, okay, ich habe mal reingeschnuppert, das ist aber ja nichts für mich. Aber das ist auch okay. Also es ist ja kein Zwang. Nö. Weißt du, wir sind ja zwanglose offene Community. Das ist die Sache mit dem Trailrunning, genau. Genau. Wir wollen ja auch keinen Druck setzen. Wie gesagt, das ist ja auch nicht Ziel der Sache. Wenn derjenige sagt, das ist nichts für mich, dann ist das auch okay. Ja, das ist gut so. Habt ihr feste, also einen Termin im Monat, wechselt sich das ab, das Wochenende quasi, oder? Ja, das ist halt immer schwierig. Man muss halt immer einen Termin finden. Erstmal eine Location. Also wir versuchen relativ viele Regionen in Thüringen mit einzubinden. Wir trainieren also nicht immer in derselben Region. Wenn wir uns schon den Namen geben, Trailrunning Crew Thüringen, möchten auch alle Regionen Thüringens kennenlernen. Wie gesagt, jetzt am 23.02. Machen wir unser Training in Südthüringen, in Meiningen, bei Mario Volk. Danach ist der 8.03. gesetzt. Da sind wir dann, glaube ich, mal etwas nördliche Richtung, würde ich jetzt mal sagen, von Thüringen. Und am Ostersonntag mache ich selber den Streckenguide am 12.04. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die drei Burgen, drei gleichen. Ja, da bin ich genau. Schon. Da wird ja die Autobahn zwischendurch. Die habe ich genau, schon gesehen genau. Von der Autobahn. Habe ich immer gedacht, das ist cool, da muss ich schon mal hin. Ja. Genau, das ist halt eine sehr schöne Gegend. Das ist halt auch unsere Hausstrecke, sag ich mal. Also dieses Gebiet und diesen drei gleichen. Dann ist es da schön, dann habe ich das schon gesehen. Man muss halt immer schauen, welche Termine passen, welche Guides hast du oder welche Leute, die die Strecken kennen. Und dass es halt nicht mit anderen Läufen kollidiert, die im Laufkalender stehen, also wo irgendwelche Wettkampfveranstaltungen in Thüringen geplant sind, dann macht es ja keinen Sinn, parallel, sag ich mal, eine größere Trainingsveranstaltung durchzuführen. Ja, das stimmt. Der Rennkalender ist eh schon so voll. Ne? Also ich meine, Doppelung wird sich nicht vermeiden lassen, aber wenn du wenigstens in deinem Bundesland darauf achtest, dass es da keine Doppelung gibt, dann nimmst du dir auch keine potenziellen Teilnehmer weg. Ich denke mal, dass auch einmal im Monat ausreichend ist. Sonst wird das, glaube ich, zu inflationär. Also wenn man das jetzt öfters macht, zweimal im Monat, dann, ich weiß nicht, geht der Reiz dann vielleicht auch verloren. Ich denke mal, einmal im Monat so ein größeres Gruppentraining ist schon okay. Ja, ist ja auch ein bisschen Aufwand, das zu organisieren. Ne? Du sagst schon Terminfindung. Ich meine, wenn du das alle zwei Wochen machst, dann ist die Terminfindung relativ einfach. Sage ich jetzt mal blöd, aber dann kommen halt vielleicht auch einfach nicht so viele. Genau, es sind ja alles offene Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen. Das muss ja auch medial begleitet werden. Also man kriegt auch viele Anfragen, die muss man auch beantworten. Und es ist schon mit viel Zeitaufwand verbunden. Hättest du das vorher gedacht? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Resonanz so hoch ist, sagen wir es mal so. Ja, da hast du nicht mit dem Thüringer gerechnet. Aber es freut mich natürlich, also dass sich so viele Gleichgesinnte da zusammenfinden. Klar. Markus, erzähl mir mal, wir haben jetzt das Jahr 2021 oder 2022. Wo bist du mit deiner Trailrunning Crew Thüringen? Wo würdest du gerne hin? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist das nächste Projekt, was ich im Kopf habe, was eigentlich nur, sagen wir mal, die Folge sein muss auf die Trail Community, ist, wenn man einen eigenen Lauf veranstaltet. Also das ist so das nächste Ziel, dass man hier in der Gegend, wo wir quasi öfter trainieren, wo unsere Hausstrecke ist, dort auch unseren eigenen Traillauf irgendwo nicht etablieren, aber erstmal auf die Beine stellen. Das ist so das grobe Ziel. Und das ist halt auch stark abhängig von Sponsoren. Und wir brauchen da finanzielle Mittel. Und es ist halt, sag mal, als Nicht-Verein ist es halt schwierig, da Geld zu akquirieren. Ja, das hört man öfter. Als Verein ist es leichter, weil man es halt steuerlich absetzen kann. Aber als Community ohne Vereinsstatus ist es halt immer schwierig, da irgendwo, sag ich mal, ein bisschen Geld an Land zu ziehen. Ja. Ja,
Das sind so die groben Planungen. Also das wäre halt so ein Ziel, was ich mir setze. Oder so ein Wunschziel, sage ich mal, dass man da quasi seinen eigenen Lauf hat und da viele interessierte Leute, sage ich mal, dafür begeistern kann. Mhm. Mit aktuell 66 Mitgliedern habt ihr auch einige helfende Hände. Wenn man die mal akquiriert quasi. Ja, wie gesagt, es sind ja auch viele, ist auch viel Know-how dabei bei den Leuten. Also ist dann, ich sag mal, es macht dann einfacher, wenn man dann quasi so eine Taskforce zusammensetzt, zusammenstellt mit 4, 5 Leuten oder 6 Leuten und da, sag mal, Brainstorming betreibt und das auf die Beine stellt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nur eine grobe Vision. Ist halt abhängig dann. Muss gucken. Ich muss erstmal Interesse an den lokalen Unternehmen wecken, ob die bereit sind, das zu unterstützen. Wenn das auf taube Ohren stößt, dann ist es schwer, dann macht das auch keinen Sinn. Ja, also, das kostet. Also wenn, dann soll es ordentlich sein, aber also was Halbes macht, das macht keinen Sinn, das möchte ich auch nicht. Ja, das ist so das Ziel für die nächsten 2 Jahre. Mhm. Das sind dass wir uns halt als Community festigen, quasi, dass man, ich sag mal, aus den 66 vielleicht 80 feste Trailrunner oder Interessierte da auf die Beine stellen und die dann regelmäßig miteinander trainieren. Mhm. Also, dass diese Fluktuation dann irgendwann mal nachlässt und man sagt, okay, wir sind jetzt 80 Leute, die sich regelmäßig treffen, das ist dann halt, ja, das wäre eine schöne Sache. Das glaube ich gerne. Ja. Ein bisschen mediale Aufmerksamkeit habt ihr auch schon von den Kollegen von Trailrunning HD bekommen, ne? Gesehen, die haben euch gefeatured, Trailrunning HD und Trailrunning 24. Die haben beide einen Bericht über uns gebracht. Mhm. Da haben gefragt, ob ich halt einen Bericht beisteuern kann, ob wir uns mal vorstellen. Ja. Ähnlich wie wir es jetzt machen, halt, aber nur in Schriftform, also in Berichtsform. Ja. Genau. Ich hab dieses mein Projekt Trailtypen, beziehungsweise die ganzen Laufcrews, die für mich interessant sind, also die Trailrunning-Crews, zusammen zu trommeln und hier in den Podcast zu holen, die habe ich schon eine Weile, aber wie das bei mir oft so ist, dann bekomme ich den Arsch nicht hoch. Mhm. Und dann gibt es keine Termine und keine irgendwas. Und dann habe ich die Berichte gesehen von Trailrunning HD. Die haben ja auch, glaube ich, noch eine andere Laufcrew mit vorgestellt. Da habe ich mir gedacht, verdammt, warst du wieder zu langsam. Ja. Und, kenn ich, ja. Ist auch Menno, ja. Wolltest der Erste sein, aber hat nicht funktioniert. Aber dann machen wir das halt hier im Podcast. Genau, dann ergänzen wir das schön. Im Prinzip ist ja auch wurscht, ne? Ich meine, es geht ja darum, die Crews draußen zu präsentieren, genau. Ein bisschen Werbung für den Sport zu machen. Und das kann man, glaube ich, nicht oft genug machen. Und wir wollen ja eigentlich alle nur auf dem Trail laufen irgendwo da draußen. Genau, deshalb haben wir ja zum Beispiel mit den Adidas Trailrunnern hier auch kein Konkurrenzverhältnis, weil das ja eigentlich Quatsch ist. Weil es geht ja um die gemeinsame Sache und den Austausch. Ja. Ja. Deshalb, ich glaube, sowas findet man auch nur im Trailrunning. Ich glaube, wenn das jetzt so ein, also die normalen Laufvereine, ich denke mal, die stehen schon mehr in Konkurrenz als jetzt so lose Communities. Ja, das glaube ich schon, ne? Vor allem, weil da auch die finanziellen Aspekte mit bei sind. Jedes Mitglied, das du nicht hast, ist ein Mitgliedsbeitrag weniger. Und wenn man sowas erst gar nicht hat aktuell, dann fehlt einem das auch nicht. Sag ich jetzt mal. Ja, das finde ich halt so anstrengend. Also, aus eigener Erfahrung. Also, ich habe es gern unkompliziert und flexibler. Ja. Das ist auch ein bisschen das, was dieses Trailrunning eben einfach auch auszeichnet. Ne? Mal abgesehen von der ganzen Materialschlacht, die wir den ganzen Tag ausfechten, wenn wir draußen sind, mit unserer furchtbar teuren Ausrüstung. Aber einfach dieses draußen sein und alleine sein vielleicht oder auch mit Freunden sein und sich vielleicht unterhalten können oder nicht müssen. Und einfach mal einen Weg gehen, der keiner ist, und dieses Unkomplizierte. Mhm. Das ist auch das, was mir da ganz gut gefällt. Und dieser Lauferei da draußen. Genau. Ja, das ist schön. Wir werden gleich die ganzen Links, eure Webauftritt, eure Veranstaltung, die nächsten packe ich mit rein in die Shownotes, eure Facebook-Seite. Seid ihr auch bei Instagram? Instagram sind wir auch vertreten, ja. Da könnte man noch ein paar Follower gebrauchen. Da sind wir momentan bei 240. Da ist noch etwas Luft nach oben. Ja, Instagram ist so ein eigenes Kapitel. Instagram, ja.
Ist der Hype auch schon vorbei bei Instagram? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht so genau. Ich beschäftige mich ja auch abseits von dem ganzen Podcast und Blog-Gedönse mit Social Media und auch so ein bisschen beruflich nebenbei. Der Hype ist davon auch noch nicht vorbei. Ihr müsst, glaube ich, wenn ihr junge Teilnehmer habt, müsst ihr, glaube ich, auf TikTok gehen. Das ist der nächste große Scheiß. Aber da bin ich auch nicht. Ich glaube, das ist mir zu hektisch. Da bin ich auch raus. Das ist hektisch, bin ich zu alt für den Quatsch. Ja. Schön. Markus, berühmte letzte Worte. Möchtest du noch was sagen? Jetzt hast du noch mal die Möglichkeit, vollumfänglich für eure Crew zu werben, als letzte Worte. Also zuvörderst möchte ich mich erstmal bei unseren Sponsoren bedanken. Ich weiß nicht, ob die zuhören. Also, wir können sie ja gern verlinken, oder wenn du es teilst, dann verlinkst du sie, dann hören sie zu. Also möchte ich nochmal ein Danke sagen an Heiko Schmidt vom Sportladen Suhl, der uns toll unterstützt hat mit der Ausstattung. Und natürlich an den Geldgeber Megatherm Massivhaus, Ralf und Bettina Richter aus Ichtershausen. Weil ohne die Unterstützung wären wir, glaube ich, jetzt nicht auf dem Stand, wo wir uns gerade befinden. Ja. Und wer Interesse hat an der Community, der ist natürlich jederzeit willkommen. Ihr könnt euch immer bei Facebook bei mir melden. Ihr könnt euch bei den Veranstaltungen anmelden. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt unsere unkomplizierte Community kennenlernen. Es sind viele nette Leute dabei. Es ist ein großer Austausch. Es macht einfach Spaß, mit den Leuten gemeinsam über die Trail zu ziehen. Und ja, wie gesagt, kommt einfach vorbei. Das ist schön. Kommt einfach vorbei. Lauft einfach mit. Dann einfach mitlaufen, genau. Einfach unkompliziert, einfach mitlaufen, genau. Der Rest kommt von allein, der Austausch. Sag ich mir immer. Genau. Gut, dann Markus, vielen Dank für deine Zeit. Schön. Jetzt dann doch schon wieder spät geworden. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Restabend. Wünsche ich dir auch. Danke, danke. Und wir hören ja voneinander. Ja, denke ich mal. Das wird sich jetzt gar nicht mehr so vermeiden lassen, wenn der Mario bei euch mitläuft. Genau. Dann wird es da schon noch die eine oder andere Überschneidung geben in Zukunft. Gut, dann vielen Dank und bis dann. Tschüss. Danke dir. Bis dann. Tschüss.